falls ihr irgendwelche Verzauberungen brauchen solltet, würde euch mein Junge mit Sicherheit gerne... Die Glitzersaft verzaubert! Ich kann das für euch machen! Es ist, als würden mir ihre Augen überall hin folgen. Gruselig. Fenris sagte, Daenerys habe das hier am Anwesen zurückgelassen. Noch eine Abschrift von Anders Manifest. Hat er die etwa in sämtliche Bücher gesteckt? Willkommen zu Hause, Missy. Für euch ist ein Brief angekommen. Oh, dieser Hund. Ja, vielleicht verleihen ein paar Bissspuren diesem Ding ja Charakter. So, der Steuereintreiber des Truchsels kommt nicht wieder. Genau wie ihr es wolltet. Lustige Geschichte. Erspart sie mir. Aber danke für die Hilfe. Spielverderber. Ich verstehe nicht, was ihr hier in der Oberstadt wollt. Mir gefällt die Aussicht. Mir auch. Drei Jahre. Immer noch keine Spur von Daenerys. Langsam frage ich mich, ob er aufgegeben hat. Das ist sein Anwesen, oder? Er muss wissen, dass ihr hier seid. Werdet ihr überrascht, wenn ich euch sage, das ist nicht sein Anwesen? Es gehört einem Händler aus Tyrwinter, der offenbar länger nicht mehr hier war. Vielleicht ist er tot. Gut möglich, dass Daenerys ihn getötet hat. Aber wenn Daenerys weiß, dass ich hier bin, warum hat er dann nichts unternommen? Erzählt mir nicht, dass ihr die ganze Aufregung vermissen werdet. Was macht ihr eigentlich, wenn ihr nicht weglauft? Ihr fangt an. Das wollt ihr doch, oder? Ich weiß nicht wie. Das Erste, woran ich mich erinnere, sind diese Zeichen. Wie das Lyrium in mein Fleisch eingebrannt wurde. Der Schmerz hat alles weggewischt. Auch mein Leben, bevor ich ein Sklave wurde. Es ist weg. Ich sollte euch damit nicht belasten. Das sind meine Probleme, nicht eure. Vielleicht kann ich euch bei euren Problemen helfen. Oder euch ein paar mehr bereiten. Mehr Probleme, als ihr normalerweise verursacht, nehme ich an. Ihr seid eine bezaubernde Frau, Hawk. Genießt sonst niemand eure Aufmerksamkeit? Könntet ihr das bitte wiederholen? Ich bin sicher, ich muss das Offensichtliche nicht wiederholen. Ich bin ein entflohener Sklave, ein Elf, der in einem geborgten Haus lebt. Stört euch das nicht? Warum sollte mich das stören? Ihr seid nicht wie die meisten anderen Leute. Ihr sprecht da einen interessanten Punkt an. Ich muss darüber nachdenken. Diese Patienten brauchen mich dringender als irgendjemand in der Oberstadt. Und das befreit mich von dem Jucken? Ja, ich würde mich allerdings von Frauen fernhalten, die ihr am Hafen kennenlernt. Piraten gehen häufig an unappetitlichen Orten vor Anker. Das habe ich gehört. Verwendet einfach die Salbe, falls das Jucken zurückkommt. Oh, entschuldigt mich bitte. Es wird einfach immer schlimmer. Neulich Nacht standen die Templer fast schon auf meiner Türschwelle. Erzählt mir doch nicht so etwas. Sonst muss ich euch vielleicht noch einsperren, um sie von euch fernzuhalten. Ich lasse mich von niemandem einsperren, Schätzchen. Nicht einmal von euch.
Die Kommandantin ist außer Kontrolle. Selbst ihre eigenen Leute haben schon darüber geredet. Die Ausgangssperren, die mitternächtlichen Überraschungsbesuche bei Magierfamilien. Jeder, den ich kenne, ist gezwungen, sich zu verstecken, um nicht zu einem Besänftigten gemacht zu werden. Wenn sie euch wollen, müssen sie erst an mir vorbei. Ihr seid ebenso in Gefahr wie ich. Und das macht mir Angst. Was, wenn euer Geld und eure Stellung nicht ausreichen? Was, wenn sich die Kommandantin gegen euch wendet? Alles, was ich getan habe, um die Kontrolle zu behalten, wäre plötzlich unwichtig. Ich würde diesen Ort in Blut ertränken, um euch zu beschützen. Denkt ihr nicht, wir sollten vielleicht lieber mit Blumen anfangen? Oder mit Schmuck? Wenn ihr nach einem solchen Mann sucht, bin ich leider der Falsche. Es wird noch mehr Gewalt geben, ich weiß es. Und ich werde euch nur verletzen, wenn ihr euch an mich bindet. Nichts würde mich mehr verletzen, als euch zu verlieren. Bitte tut das nicht. In eurer Nähe verliere ich die Kontrolle. Ich hätte nie gedacht, dass ich jemals einer Magierin, einer Abtrünnigen wie euch begegnen würde. Führt mich nicht in Versuchung. Nicht, wenn ihr nicht bereit seid, die Konsequenzen zu tragen. Habt ihr etwas von eurem Bruder gehört? Ist er glücklich? Bei den Templern, meine ich. Warum macht ihr euch seinetwegen Gedanken? Ich weiß einfach, wie schwer es ist, alles aufzugeben und unter Fremden zu leben. Ich mache mir Sorgen um ihn. Und nicht nur um seinetwillen. Unsere Mutter besucht ihn regelmäßig. Sie sagt, es ginge ihm gut. Das freut mich. Auch wenn es nicht das ist, was ihr euch gewünscht hättet, ist es doch gut, dass er seinen Weg gefunden hat. Ich weiß ja, dass er wütend war, als er gegangen ist, aber das alles war doch nicht eure Schuld. Eines Tages wird er schon verstehen, dass ihr ihn nur beschützen wolltet. Vielleicht verzeiht er mir ja im Laufe der Zeit. Er liebt euch. Er kann es nur nicht besonders gut zeigen. Alles wird gut werden. Irgendwie. Beim Schreckenswolf. Warum herrscht in meinem Haus eigentlich immer so eine Unordnung, wenn ich Besuch habe? Isabella, ihr seht gut aus. Redet ihr etwa über die Röte auf meinen Wangen? Die muss vom Schnaps kommen. Erinnert ihr euch an die Reliquie, von der ich euch erzählt habe? Diejenige, die ich finden muss? Ich bin einer Spur nachgegangen. Sie ist so nah, dass ich sie fast riechen kann. Die Suche nach diesem Ding frisst euch auf. Ihr müsst loslassen. Ich dachte einfach, ich informiere euch schon mal, dass ich eure angebotene Hilfe vielleicht schon bald in Anspruch nehmen könnte. Ihr könnt auf mich zählen. Danke. Ich weiß das zu schätzen. Sobald ich Neuigkeiten habe, erfahrt ihr es als Erste. Warum gewinnt ihr eigentlich immer, wenn wir Karten spielen? Weil ich betrüge mein Kätzchen. Dieses Schmuckstück, es ist elfisch, nicht wahr? Es stammt aus eurem Clan. Ihr solltet nie etwas setzen, dessen Verlust ihr nicht verkraften könnt. Hier, nehmt es zurück. Ein Glas eures besten Schnapses für meine Freundin hier drüben. Natürlich ist das Beste, was der gehängte Mann zu bieten hat, nichts Besonderes. Aber es macht euch ebenso betrunken wie das Zeug in der Oberstadt. Und dann wacht man auf und muss feststellen, dass einem irgendjemand die Hose gestohlen hat. Das ist dann der Moment, in dem man weiß, dass man Spaß hatte. Ich dachte, ich müsste mich in eurer Nähe vorsehen, aber wie es scheint, seid ihr gar nicht so übel. Was meint ihr mit, ich bin gar nicht so übel? Ihr verurteilt niemanden. Ihr habt keine Angst, euch die Hände schmutzig zu machen. Naja, so etwas eben. Hätte ich jemanden wie euch an Bord gehabt, als uns der
Sturm erwischt hat, hätten wir vielleicht nicht Schiffbruch erlitten. Hättet ihr nicht Schiffbruch erlitten, wären wir uns niemals begegnet. Und das wäre wirklich schade gewesen. Darauf trinke ich. Was macht eure Reliquie eigentlich so wertvoll? Das, was alles wertvoll macht. Jemand ist bereit, dafür zu bezahlen. Schön, dass ihr nicht ausweicht. Ich bin nicht dahin gekommen, wo ich bin, weil ich jedem mein Blatt gezeigt habe, versteht ihr? Nein, euer Blatt war es nicht, was ihr jedem gezeigt habt, wie man hört. Lasst es mich einfach wissen, wenn die Coterie mal wieder mit irgendwelchem Schutz anfängt. Unser Blondschopf hat schon genug Ärger. Ich möchte euch etwas fragen, Hawk. Ihr habt es in die Oberstadt geschafft und jeder andere, den ich kenne, wäre jetzt vollauf zufrieden mit sich. Aber ihr müsst größere Pläne haben. Ich habe noch keine Pläne. Ich versuche einfach nur, mich um meine Mutter zu kümmern. Ich schätze, nach dieser ganzen Sache mit Carver ist es eine gute Idee, sich an das zu halten, was euch geblieben ist. Um ehrlich zu sein, dachte ich, ihr würdet jetzt, wo sich die Dinge beruhigt haben, vielleicht wieder nach Ferelden zurückkehren. Aber es ist schön zu hören, dass ihr uns noch erhalten bleibt. Was sollte ich denn ohne meinen tollen Zwerg machen? Ich würde mich jede Nacht in den Schlaf weinen, wenn ihr nicht mehr bei mir wärt. Och, werdet mir jetzt ja nicht rührselig, Hawk. Ihr wisst doch, dass ich Menschen nicht weinen sehen kann. Also dann, ein ganzer Stadtstaat voller Probleme wartet auf uns. Machen wir uns ans Werk.